Peace, Freunde, was geht? Herzlich willkommen nach einer langen, langen Zeit mal wieder zu einem erneuten Video. Und bevor das Video losgeht, will ich mich einmal bedanken für die 2000 Abonnenten, die wir jetzt geknackt haben. Also wirklich, Kuss geht raus, freut mich sehr. Heute gibt es sowas wie ein 2K-Special. Und zwar haben wir drei Influencer, die ihr auf jeden Fall kennen werdet, Aufgaben gestellt, die ich auf meinem Motorrad erledigen werde. Als erstes hat uns eine Aufgabe der liebe Jona gestellt. Jona kennt ihr bestimmt vielleicht von Moritz oder so. Und ja, genau. Wir schauen uns jetzt das Video einfach mal zusammen an und gucken, was die Aufgabe ist und werden die dann auch gleich machen. Meine Aufgabe für dich ist, fahr fünfmal den gleichen Drive-In und hol dir jedes Mal einen Cheeseburger, nur einen Cheeseburger. Du musst dann verschenken. So, ihr habt die Aufgabe gesehen. Alter, wir müssen fünfmal den McDrive fahren und jedes Mal einen Cheeseburger kaufen. Habe ich da auf jeden Fall Bock drauf? Eigentlich nicht. Nee, egal. Wir werden es trotzdem machen. Wir werden die dann auch verschenken. Vielleicht freut sich der eine oder andere darüber. Und ja, ich würde sagen, dann fahren wir jetzt mal zum Maggis. Let's go. So, Freunde, wir sind jetzt am McDrive angekommen und mein Herz pocht gerade komplett. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe übel Schiss, dass sie mich irgendwie richtig dumm anmucken. Egal. Also, wir fahren jetzt rein, dann holen wir den ersten Cheeseburger und dann gucken wir mal, ob wir hier irgendjemanden finden, den wir dem schenken können. Hallo, ich hätte gern einen Cheeseburger, bitte. Das wär's dann. Jo, danke. Digga, habe ich das gerade ehrlich gesehen? 2,50? Kostet ein Cheeseburger 2,50? Nee, oder? Das glaube ich nicht, oder? Das kann doch jetzt sein. Haben die ersten Schalter oder zweiten Schalter gesagt? Ich habe nicht richtig zugehört. Ah. Oh, scheiße, Digga. Hallo. Hallo, 2,50 bitte. Jo. Digga, 2,50 ein Cheeseburger, Digga. Soll ich arm werden? Bruder, ich mache ein FSJ, ich verdiene 2 Euro in der Stunde, Digga. Geringverdiener, Digga. Das ist jetzt gerade eine Stunde arbeiten, ein Cheeseburger, den ich dann verschenke. Man hat auch, glaube ich, ganz anderen Bezug zum Geld, wenn man weiß, dass man so viel arbeitet für nur sowas. Vielen Dank. Ciao. Bis gleich. Oh, Junge. 2,50. Okay, Jona. Es tut mir leid, aber dann hole ich mir einen Hamburger, okay? Dann verschenke ich noch ein paar Hamburger. Ich frage jetzt die da vorne, ob die einen Cheeseburger haben will. Entschuldigung, haben Sie Lust auf einen Cheeseburger? Der ist gerade geholt. Danke, ich habe selber einen hier drin. Ich schenke Ihnen den aber. Wirklich. Einfach so, weil ich einen guten Tag habe heute. Ah ja, okay. Also, schönen Tag noch. Ciao. Ja, guck. Und die erste Person, die sich drüber gefreut hat. Yay. Perfekt, Digga. Und direkt wieder in McDrive. So, zweite Runde. Ich glaube, wir holen uns jetzt einfach mal nur einen Hamburger, weil, wie gesagt, ich hoffe, du bist mir nicht böse, Jona, aber das ist schon hart, schon hart. Hallo, ich hätte noch gern einen Hamburger, bitte. Ein Hamburger? Ja, ein Hamburger. Das wär's dann, danke. Fahren wir nach vorne? Jo. Digga, also, das ist ja wirklich ein mieser Scam, Digga, 2,50 für einen... Für einen Burger, für so einen Kackburger. Ich hoffe, ein Hamburger kostet wenigstens so 2 Euro oder so. Junge, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, damit 2,50 ein Cheeseburger kostet. Den ich gleich wieder verschenke. Hallöchen. Hallo. 2,20 Euro. Scheiße. Ich glaube, ich kauf maximal 4. Ich habe 10 Euro nämlich nur mitgenommen. Wegen dem kann ich mehr gar nicht kaufen, weil ich bin davon ausgegangen, dass sie 1,60, 1,90 kosten. Seit wann kostet denn ein Cheeseburger 2,50 Euro? Dankeschön. Ciao. Bis nachher. Oh, Junge. Oh, so. Okay. Dann gucken wir jetzt mal hier ein bisschen rum, ob wir hier irgendwo gleich die nächsten finden. Oh. Hast du Lust auf einen Hamburger? Der ist frisch von Maggis. Nein, danke. Ehrlich nicht? Nein. Ich schenk's dir, wirklich. Danke. Okay. Ciao. Okay, die wollen keinen Hamburger. Können jetzt hier nicht irgendwo Leute auftauchen? Oh Junge, ist das Fall so stressig so zu fahren. Gerade mit einer Hand. Ah, der hat doch bestimmt Bock. Entschuldigung. Hast du Lust auf einen Hamburger? Der ist frisch vom Maggis. Schönen Tag noch. Digga, mein Motorrad geht nicht an. Jetzt. Junge, der hat aber ohne zu zögern das genommen, Digga. Okay, also und jetzt wieder zum Maggis. So, auf ein neues. Junge, die hassen mich doch. Willkommen bei McDonald's. Hallo, ich hätte gerne noch mal einen Hamburger.
Also wollen Sie einmal Hamburger? Ja, einmal Hamburger. Kommen Sie bitte erst zur Schalte. Jo. Junge, die juckt es ja gar nicht. Ich versuche noch irgendwie sowas zu sagen, damit es nicht so ganz unangenehm wird. Was mit diesen Hamburger? Wie bitte? Was haben wir machen früher mit diesen Hamburger? Wie meinen Sie? Sie haben ich gekauft, einmal Hamburger. Ja? Und jetzt zweite Hamburger. Ja. Jetzt Pause machen und essen. Ja, das mache ich. Okay, wenn ich das nächste Mal reinfahre, Digga, die tötet mich. Die tötet mich komplett. Dankeschön. Ciao. So, jetzt suchen wir mal die nächste Person, der wir hier den vorletzten Hamburger schenken. Boah, Digga. Lamborghini. Jawohl, ja! Alter, im fetten Lambo. Alter, ich frag den im Lambo. Wollen Sie einen Cheeseburger? Ich schenk's Ihnen. Wirklich. Sicher nicht. Okay, dann schönen Tag noch. Wie bitte? Ach so, okay. Milch ist Gift. Er isst nur gesunde Sachen. Digga, das von einem Typ im Lambo zu hören, Digga. Der Stelle hat sich dann auch mal ganz dezent mein Mikrofon kurz verabschiedet. Nachher im Video hört man wieder alles normal. Sie Lust auf einen Hamburger? Nur sprechen. Wollen Sie? Geschenkt. Geschenkt für Sie. Ja, ist frisch vom Megis. Guten Hunger. Junge, Junge. Perfekt. Damit ist auch der dritte Cheeseburger weg. Jetzt können wir uns den letzten Cheeseburger holen, weil dann ist leider das Geld weg, wie gesagt. Egal, wir fahren jetzt ein letztes Mal zum Maggis. So, das letzte Mal fahren wir zu McDrive. Ich hab gar keinen Bock, Digga. Ich weiß, dass sie mich anscheißen wird. Ich weiß es einfach. Willkommen bei McDonald's. Ihre Bestellung, bitte? Ein Hamburger, bitte. Einmal Hamburger? Ja. Und noch was dazu? Nee, das wär's dann, danke. Kommen Sie bitte erst zur Schalte? Ja. Ja, ich hatte noch Hunger. Das ist das letzte Mal jetzt. Ich hab nur noch Hunger. Kommen Sie bitte erst zur Schalte. Ich komme. Hallöchen. So lange nicht gesehen? Ja, lange nicht mehr gesehen. Das ist aber jetzt mein letzter. Dann ist mein Geld weg. Ah ja. Oh. Das passt so. Gleichfalls, danke. Also, ich habe ein Trinkgeld gegeben, weil ich einfach heute nett bin und sie ist ja eine Süße. So, ciao. Jetzt komme ich nicht nochmal. Oh Mann. Aber das war eine Liebe. Am Anfang, Digga, ich dachte so, beim zweiten Mal, okay, jetzt ist sie richtig pissed. Aber so piss war sie gar nicht, das ist eine Süße. Die mag mich, glaube ich. Die mag mich. Dankeschön. Ciao. Und jetzt verschenken wir den letzten. Also ich meine, ich hätte ja auch Hunger, so ist es nicht. Aber nein, ich muss ihn ja verschenken. Ich schenke es einfach jetzt einem Kumpel. Ich bring jetzt Burger. Ich bin Burger-Lieferant. So Freunde, ich bin wieder back. Leider hat mein Akku den Geist schon aufgegeben, wo ich bei meinem Kumpel angekommen bin und ihm den Burger gebracht habe. Aber wegen dem blende ich euch jetzt hier mal ein Bild ein. Ich habe gesagt, er soll ein Bild machen mit ihm und der Tüte. Heute haben wir die Aufgabe von Jona erfolgreich erledigt, auch wenn es ein bisschen abgewandelt war. Aber ich hoffe, du bist zufrieden damit. Digga, einfach Ronny, Digga. Habe ich jetzt quasi die Messergebnisse? Habe ich jetzt quasi die Messergebnisse gefälscht? Junge, was wir denn heute nicht alles sehen? Hochzeit, Ronny Berger. Warte mal, ich muss hier lang. Junge, das ist ja wirklich alles viel zu lustig heute. So, das war's jetzt erstmal mit dem Video. Da ich gesehen habe im Schnitt, dass das Video schon über 10 Minuten lang ist, dachte ich, ich mache das jetzt in zwei Teile. Das heißt, der nächste Teil kommt dann nächste Woche mit auch zwei Influencer, die ihr bestimmt kennt. Erstmal danke, Gruß geht nochmal raus an Jona für die Aufgabe, auch wenn die mir mies unangenehm war. Aber wir haben auf jeden Fall vielleicht
einem oder anderen eine Freunde gemacht mit dem Burger. Und ja, lasst ein Like und ein Abo da, um nichts mehr zu vergessen. Und dann sehen wir uns, denke ich, nächste Woche im zweiten Teil.